So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pilotformat, und zwar die Train Sim World 2 Wünsche. Was bedeutet das? Ganz kurz vorweg. Das bedeutet, dass ich durch das Forum stöbere von Dovetail Games, von Train Sim World 2 und einfach mal gucke, was wird sich denn so gewünscht. Und dann picke ich mir da irgendwas Interessantes raus und stelle das hier im ganz kleinen Rahmen vor. Und heute beschäftigen wir uns mit der Remsbahn von Stuttgart nach Aalen. Ich werde auch die Foreneinträge verlinken unter dem Video. Dann könnt ihr, wenn ihr sagt, okay, die Strecke ist ganz cool, könnt ihr unten auch im Forum dann, das dann liken. Was natürlich dann die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es von den Entwicklern gesehen wird. Also, kurz zum Steckbrief. Die Strecke Stuttgart Hauptbahnhof, Aalen Hauptbahnhof, auch Remsbahn oder Remstalbahn genannt, ist 72 Kilometer ungefähr lang. Höchstgeschwindigkeit zwischendurch wird dann 140 sein oder ist 140. Man fährt jetzt aber nicht zum Beispiel wie bei Ruhrsieg Nord total oft 70 oder 80 nur, sondern es ist schon meistens im dreistelligen Bereich zwischen 120 und 140 unterwegs. 23 Bahnhöfe sind da. Davon sind sehr viele S-Bahnen, das schauen wir uns gleich noch genauer an. Es sind nämlich S-Bahnen, Regionalbahnen, Interregio Express und Intercity unterwegs. Auf dieser Strecke natürlich auch noch Güter. Ich würde sagen, das schauen wir uns doch gleich mal genauer an. Züge auf dieser Strecke. Also, wir haben S-Bahnen, die S3 Stuttgart-Waiblingen. Also, ich habe jetzt nur hier hingeschrieben, von wo bis wo der Zug dann in-game fahren würde. Aber es wäre sozusagen von Stuttgart Hauptbahnhof aus bis Waiblingen die komplette S3 und S2 Route komplett bis Schondorf. Regionalbahn RB13 Stuttgart-Aalen, das ist die komplette Fahrt von Stuttgart Hauptbahnhof, Aalen Hauptbahnhof, genauso wie der IAE1. Das ist allerdings nicht die komplette Fahrt, der fährt theoretisch von Karlsruhe bis Aalen, aber dennoch auch auf der Strecke unterwegs. Intercity zwischen Stuttgart und Aalen, das ist sehr variabel, der fährt auch manchmal nach Leipzig, manchmal nach München, kommt auch nicht von Stuttgart, also das ist einfach nur eine Zwischenstrecke für Intercity. Züge. Güterzüge habe ich wenig zu gefunden, also ist jetzt nicht bekannt von wo nach wo und was genau. Jedenfalls fahren Güterzüge auf dieser Strecke und es sind auch beispielsweise im Aalener Hauptbahnhof oft Rangierloks oder Rangierloks unterwegs. Da könnte man dann zum Beispiel auch schon vorhandene Rangierloks aus dem Spiel aktuell verwenden, beispielsweise. Schauen wir uns doch mal das Rollmaterial an. Ich habe es jetzt mal nur für Personenzüge gemacht. S-Bahn Stuttgart, aktuell hauptsächlich mit der Baureihe 430, die man hier fast mittig sieht. Die sehr neue S-Bahn-Baureihe, ziemlich neu. Ich habe allerdings die alte 420 links oben zu sehen auch nochmal mit hier auf die Folie gepackt, denn die kommt ja auch bald raus für Train Sim World für München-Augsburg und die fuhr früher tatsächlich auch hauptsächlich in Stuttgart, also nicht nur in München, und dementsprechend wäre das auch vielleicht fürs Nostalgie-Feeling, könnte man die 430 mitliefern und die 420 von München-Augsburg dann da auch noch irgendwie mit, ich sag mal, geringer Spawn-Wahrscheinlichkeit fahren lassen. Links unten sehen wir Regionalbahn bzw. Interregio. Das ist beides sozusagen, also Go-Ahead mit dem Stadler Flirt 3 müssten das sein, fährt von Stuttgart nach Aalen den IAE und die Regionalzüge, und Intercity fährt mal so, heutzutage meistens mit dem IC2 rechts oben zu sehen, der Doppelstock-IC, und hin und wieder allerdings auch noch mit der 101, die es ja schon in-game gibt, deswegen habe ich da auch direkt einen in-game Screenshot gemacht oder benutzt. Baureihe 101 gibt es ja bereits, also die könnte da direkt eingesetzt werden. So viel zum Rollmaterial, was Personen angeht. Güter habe ich wie gesagt rausgelassen. Ich meine, da fahren 182er, da fahren 185er. Das sind die ich jetzt so gesehen habe, immer wieder mal, wenn ich auf dieser Strecke unterwegs war. Und ja, da kann man dann bestimmt auch noch irgendwie einfach das als Entwickler
sage ich mal, rausfinden. Also die werden ja schon dann die richtigen Lokomotiven da fahren lassen. Da ist mir allerdings jetzt nichts direkt bekannt. So, schauen wir uns die Haltestellen an. Das sieht jetzt hier nach ziemlich viel aus. Es ist auch ziemlich viel. Ich werde jetzt nicht jede einzelne vorlesen. Wer das hier genau durchlesen möchte, kann kurz pausieren. Ich gehe das Wichtigste schnell durch. Wir fangen mal mit dem Fernverkehr an. Also Intercity hält in Stuttgart, in Schwäbisch Gmünd und Aalen. In Schorndorf hält zusätzlich noch der IAE, also der hält in Stuttgart, Schorndorf, Schwäbisch Gmünd und Aalen. Regionalbahn, sehr interessant hier, weil man auch nicht nur drei- oder viermal hält, sondern man fährt halt Stuttgart, Stuttgart, Bad Cannstatt, Waiblingen, Schorndorf, Urbach, Blüderhausen, Waldhaus und Lorch, Schwäbisch Gmünd. Und da steht jetzt noch zweimal Lorch, das ist natürlich ein Fehler. Da müsste eigentlich jetzt noch Böbingen, Rems und Möglingen als Haltestelle sein, vor Aalen, da wo zweimal Lorch steht. Das geht ja gar nicht. Ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Gut, sei es drum. Also, wie gesagt, Möglingen und Böbingen sollten das eigentlich sein. Und S-Bahn sehen wir auch ganz viel bis Schorndorf. Einige Haltestellen mit am Start. Also das sind über 10 auf jeden Fall. Also da wäre auch einiges geboten. Dann gucken wir weiter zum Sehenswerten. Also ich habe hier jetzt nicht alles draufgepackt. Gibt es noch ein paar Dinge mehr. Man sieht links unten das Gold- und Silberforum Schwäbisch Gmünd. Das sieht man definitiv vom Bahnhof aus. Wenn man in Stuttgart losfährt Richtung Bad Cannstatt, sieht man rechts hier die Mercedes-Benz-Arena aus einem ziemlich guten Blick auch. Wenn sie die einfach ausmodellieren, genauso wie das Wembley-Stadion, das ja schon im Spiel drin ist bei der Bakerloo-Line, da sieht man ja auch das Wembley-Stadion, wenn sie das einfach mit der Mercedes-Benz-Arena auch machen würden, wäre das eine super Sache, dann würde das richtig cool aussehen. Weinberge gibt es zuhauf zwischendurch zu sehen und in der Mitte sehen wir noch einen der drei Kaiserberge vor Boten der Schwäbischen Alb sozusagen. Die man auch sehr gut von der Bahnstrecke aus sieht. Ja, also gibt einiges zu sehen auch an der Strecke. Jetzt nichts, was jetzt, also gut, die Mercedes-Benz-Arena und Stuttgart, den Fernsehturm Stuttgart sieht man auch noch von der Bahnstrecke aus. Also den könnte man auch noch implementieren. Den muss man gar nicht so detailliert ausmodellieren, weil der weit genug weg ist, dass da ruhig an Details gespart werden kann. Hauptsache, da ist der Turm am Horizont, sage ich mal. Also es gibt dann, je näher man Stuttgart kommt, auch bekanntere Sehenswürdigkeiten, aber auch in den kleineren Orten und Städtchen ist dann doch ein bisschen was geboten, was man, wenn Dafter Games das theoretisch gut umsetzen würde, auch dann bewundern könnte. So, und das war es auch schon wieder mit dem ersten Wunsch. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal unter die Kommentare schreiben, wollt ihr das ein bisschen ausführlicher? Soll ich da länger drüber quatschen? Soll ich das so wie jetzt in aller Kompaktheit halten? Ich möchte nur kurz vorstellen, um was es hier geht. Und wenn ihr dann Interesse habt, dann könnt ihr ja ins Forum gucken. Der Link, wie gesagt, in der Beschreibung. Da steht dann bestimmt auch nochmal das ein bisschen detaillierter drin. Kommt natürlich immer auf den Foreneintrag an, die ich ja wie gesagt nicht mache. Ich schaue mir einfach an, was für Wünsche gibt es und dann picke ich mir einen raus. Verlinke den unten und dann könnt ihr da auch liken, wenn ihr wollt, dass es eventuell von den Entwicklern gesehen werden sollte. Genau, also das mal zur ersten Wünschefolge. Bitte auch, das ist jetzt erstmal ganz wichtig, keine Wünsche unter den Kommentaren äußern. Wünsche heißt jetzt erstmal, dass ich das Forum durchforste. Da sind so viele Wünsche drin. Also da werde ich jetzt erstmal genügend Material finden. Ihr könnt mir natürlich in den Kommentaren Foreneinträge verlinken oder sagen, guck doch mal, ob es im Forum nicht die und die Strecke gibt. Und dann kann ich die auch gerne suchen und eventuell dazu ein Video machen. Aber bitte jetzt nicht direkt in die Kommentare schreiben, ja, mach mal ein Wunschvideo über die und die Strecke. Sondern wenn, dann verweist bitte auf einen Eintrag im Forum. Denn ich möchte mich jetzt erstmal am Forum entlanghangeln und gucken, welcher Eintrag dann auch entsprechend schon ein paar Likes hat. Dass ich den dann mal hier vorstelle. Also, so viel zum ersten Wünsche-Video. Auch wenn mir ein kleiner Fehler eingeschlichen ist, da werde ich natürlich in Zukunft nochmal doppelt drauf achten, dass mir das nicht nochmal passiert. Aber
Alles in allem habe ich alles gesagt zur Strecke und hoffe, es hat euch gefallen. Rückmeldungen bitte gerne, Verbesserungsvorschläge zu jeder Art von Videos, die ich mache, immer gerne. Sowohl zum Inhalt als auch zum Aufbau, als auch zur Aufmachung des Videos, zu allem gerne mal Ideen etc. dalassen. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin.